Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Neues Event läuft. Bevor das neue Event anfängt, muss ich mich kurz hier schnell reinstellen, weil ich bin momentan auf Arena-Tour. Hab gestern zum ersten Mal seit dem neuen Arena-System das Limit von 20 Pokémon in der Arena geknackt. Ja, schauen wir mal. Mehr dazu demnächst. Aber jetzt erstmal zum Event. Ah, ich glaube, wir gehen woanders hin und dann erzähle ich euch vom Event. So, wieder hier. Wer die Location kennt, das Interview mit TZ habe ich hier geführt. Heute ist es nicht ganz so ruhig, aber mir egal. Aus Trotz bin ich nochmal hier, aber es ist heute echt zu viel los. Wir müssen doch woanders hin. So, kleiner Umzug. Hier ist ein bisschen ruhiger. Ich mache mal schnell die Arena platt. Dann gehen wir über die Neuigkeiten, was alles gibt, oder? An sich kann ich das auch jetzt sagen. Es gibt Shiny Taubsi. Grüße gehen raus an Spieletrend. Ich würde dir eins gönnen, also viel Glück. Und Shiny Radfratz. Aber nicht nur das, es gibt ja auch Evoli und Pikachu mit diesem Blumenkranz. Und die gibt es auch jeweils Shiny. Pichu anscheinend nicht. Wäre auch brutal gewesen, jetzt in den 2 Tagen Shiny Pichu mit Blumenkranz zu brüten. Aber Evoli wird auch hart, weil Evoli, Shiny hat den Blumenkranz, dementsprechend auch alle Evoli-Weiterentwicklungen. Nicht nur die, die es bisher gibt, sondern auch die zukünftigen. Das heißt, ja, keine Ahnung, wie viel man braucht, weil es gibt ja das Minimum, aber das nur, wenn man Glück hat und jedes von denen direkt zu dem wird, was man haben will. Aber das ist ja nicht garantiert, dementsprechend könnte es sein, dass man, was weiß ich, wie viele braucht. Für alle, ja, Shiny-Jäger, die jeden einzelnen mal Shiny haben wollen, mit Blumenkranz, unterschiedlich, ja, für die wird es leidend. Ansonsten gibt es für das Event auch neue Raids. Interessant, weiß nicht, Lapras, Galaxo sind wieder da in den 4ern, Dragoran. Aus dem 1er Kleinstein, Sandan, Fukano und Slimer. Die gibt es natürlich Shiny alle. Und sonst 3er, nichts, was mich persönlich interessiert als neuer 3er Solo Raid. Aber dann im Allgemeinen, wie gesagt, die 1er, eine Menge Shinies. Und diese Shinies gibt es dann auch in der Wildnis. Also erhöhte Gen 1 Spawn zum Beispiel. Und da sind mit dabei Nidoran weiblich, Krabi, Slimer, Kleinstein. Und auch zum Beispiel Raupi, sowas. Anton fehlt mir auch. Das zum Beispiel. Schauen wir mal, da müsste eine Menge gehen. Event dauert halt nicht so lange, also bin echt gespannt. Heißt eigentlich, diese 2 Tage richtig hart durchzocken. Und das werden wir, glaube ich, jetzt auch machen. Los geht's. So, ein kleiner Nachtrag. Ich weiß nicht, die Kamera schaut ein bisschen schief nach unten. Aber ich warte. So ist es wahrscheinlich am besten. Zwar 2 neue Quests für den Pokémon Day. Entwickle ein Mauzi und fange 5 Taubsi oder Radfratz. Bei der Mauzi-Quest kommt ein Evoli. Das habe ich auch noch gar nicht. Dementsprechend können wir das mal machen. Dieses Event ist natürlich auch eine gute Gelegenheit, Bonbons zu sammeln von Taubsi oder an sich erstmal Exemplare zu sammeln, weil viele haben noch zu viele Bonbons über und Radfratz und dann, ja, beim nächsten EP-Event wieder abzugehen. Ich weiß, EP sind nicht mehr so gefragt, aber es gibt immer noch gewisse Leute, die interessiert sowas. Unter anderem mich wieder. So. Ich habe schon Pikachu gefangen, aber Evoli noch nicht und es ist leider nicht shiny. Also mich interessieren solche Alternativformen jetzt nicht, also ich brauche jetzt nicht unbedingt einen 100er mit Blumenkranz oder sowas. Ansonsten, ja, würde ich wahrscheinlich versuchen, Lucky technisch irgendwas krasses da aufzuträumen. Aber ja, für mich nicht. Wir können aber mal die IV checken. Dafür, dass es aus der Quest kam, ziemlich schlecht. So, nächste Arena. Ich bin gerade am Arenen machen. Was mir noch eingefallen ist, also erstmal Planänderung. Ich hatte eigentlich vor, das, was ihr jetzt hier seht, was ich gerade drehe, erst morgen hochzuladen, aber ihr seht das, glaube ich, heute noch, also den Mittwoch. Weil ich hatte für Mittwoch eigentlich noch ein zweites Video geplant, aber das kommt, glaube ich, dann erst Donnerstag, also kleiner Tausch. Und Donnerstag habe ich, glaube ich, vor mehrere Stunden, ich will nicht zu viel versprechen, vielleicht 6 Stunden, einfach zu streamen, live unterwegs, den Tag nutzen, das Event nutzen, ja. Hab da ein bisschen Guthaben über, schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob ich genug Guthaben über für 6 Stunden, aber dazu kommt wahrscheinlich noch eine Ankündigung. Also folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Und falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt ein Like, gebt ein Abo und einen Kommentar. Hab mich gerade in die Arena gesetzt. In 10 Minuten startet hier ein Raid, X-Raid Arena. Schauen wir mal, ob wir den mitmachen, ob da Leute zusammenkommen. In der Zwischenzeit können wir ein bisschen quatschen. Shop. Wir schauen uns die Boxen an. Kleine Box, so wie immer. Wir schauen mal kurz durch. Aber uns interessiert eh nur die Ultra-Box.
die Ultrabox für 1480 Münzen. 15 Pässe, 6 Superinkubatoren, 7x Rauch, 8 Sternenstücke. Wenn du die Pässe einzeln kaufen würdest, würdest du 1500 zahlen. Also sparst du dir schon mal 20 Coins plus alles danach umsonst. Die Frage ist jetzt für mich, ich brauche keine Sternstücke, ich habe da noch über 100. Rauch ist okay für Streams und so, aber an sich auch nicht. Das heißt, 6 Superinkubatoren wären umsonst. Bin ich mir nicht sicher. Also wenn, würde ich mir einmal die Box so kaufen mit meinem Gold. Aber mit meinem Gold kann ich auch noch was anderes machen. Denn es gibt neue Kleidung. Und die wird sich jetzt gegönnt. Passend, nicht passend zum Event. Eigentlich überhaupt nicht passend zum Event. Aber Meltan. Ohrringe. Bam. Nee, aber ich hab sieht man nicht wegen den langen Haaren. Aber egal. Da geht schon. Und Meltan Mütze. Nicht passend zum Wetter. Und wie gesagt, das mit dem Meltan. Das Event ist eigentlich auch schon fast zu Ende. Mit dem Shiny Meltan und so. Haben sie ein bisschen spät eingeführt. Dann gab es, glaube ich, noch irgendwo. Was war denn das? Ein Top gab es, glaube ich. Genau. Ein Meltan Pulli. Pyjama. Sagen wir es so. Okay. Und an sich war es. Ich habe vorhin reingeschaut, mehr gibt es nicht. Das heißt, wir können uns eigentlich. Ja, einmal die Box gönnen, würde ich mal sagen. Es gibt noch die Abenteuerbox. Das ist halt sehr auf Blüten ausgelegt. Kann man sich auch gönnen. Die 15 Pässe, ja. Ja, wieso nicht? Einmal geht schon. Einmal geht auf jeden Fall. So, ich bin wieder zurück. Hab ein paar Erledigungen, ja, erledigt. Bisschen was gefangen. Nichts allzu Spektakuläres, nicht allzu viel. Aber, also doch schon was Spektakuläres. Und zwar, bam! Shiny Sandan, einfach so im Beutel gefunden. Das freut mich. Wird auch direkt entwickelt. Ein neues Shiny für die Sammlung. Eine Sammlung, die ich noch gar nicht habe. Ich habe halt die Shinies, die ich habe. Aber wirklich sammeln tue ich sie ja nicht. Aber ja, auf jeden Fall ein neuer. Freut mich. Puh. Einfach so nebenbei bekommen. Schauen wir mal, was ich während des Events noch alles mir schnappen kann. Ich habe es mir jetzt überlegt, morgen. Donnerstag, weil hoffentlich seht ihr dieses Video hier heute noch, werde ich ungefähr 6 Stunden streamen. Ja, so ab 16 Uhr ungefähr bis Ende 22 Uhr. Und dann ein bisschen noch drüber, falls irgendwas Neues angekündigt wird. So wie immer halt. Was ich genau machen werde, keine Ahnung, so rumlaufen, fangen, Arena machen und so weiter. Also 6 Stunden einfach draußen ungefähr. Schauen wir mal, ob alles klappt. Verbindung, Internet, Datenvolumen und sowas. Aber ich bin gespannt. So ein kleines, ist so eine Art 25.000 Abo Special. Haben wir ja vor einer Weile erreicht und dazu habe ich eigentlich nichts gemacht. Und da das Event so kurz ist, kann man da morgen schon mal ein bisschen mehr zocken. Und das dann mit dem Stream, den 25.000 Abos und dem extra Datenvolumen alles verbinden. Sprich, schaut morgen vorbei. Ich werde wahrscheinlich noch irgendwas auf Instagram und Twitter und Social Media, Facebook und sowas ankündigen, posten. Aber stellt euch mal auf 16 Uhr ein. Beziehungsweise, da wir so lange streamen, könnt ihr auch später vorbeischauen. Ich würde mich freuen. So, nächster Punkt, den ich ganz kurz noch ansprechen werde. Ja, Gen 8 kommt. Irgendwann Ende 2019. Für die Switch. Spieletrend auch direkt. Erster Kommentar. Nimmt mein Geld. Sieht cool aus. Bin gespannt. Ich werde es wahrscheinlich zocken. Wieso auch nicht. Bin gespannt, was Pokémon Go technisch dann passieren wird. Ob die da ein paar Sachen zusammen machen werden. Würde mich freuen. Den Trailer können wir uns leider nicht anschauen, weil Copyright und so ein Schmarrn. Aber die drei Starter. Ich bin ein Fan von dem Pflanzenstarter. Könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben, welchen Starter ihr nehmen würdet. Ja, das ist nur eine kleine Notiz am Rande, weil Pokémon und Pokémon Go Channel. Vielleicht in der Zukunft mehr davon, weil das sieht echt episch aus, muss ich ehrlich sagen. Und der letzte Punkt, dazu muss ich kurz auf WhatsApp gehen. Und zwar, ich habe heute Morgen oder heute Mittag eher gesagt, ein Video hochgeladen. Wir haben mal wieder auf eBay vorbeigeschaut. Könnt ihr gerne abchecken, das Video. Und da habe ich auch ein interessantes Angebot gesehen, wo einer für euch offensichtlich gegen Geld einen Pokestop setzt, also einreicht in Ingress. So habe ich auch meinen Pokestop zu Hause hier bekommen. Ein Zuschauer hat den eingereicht, hat Ingress gespielt, hat den eingereicht und ja, irgendwann wurde das zu einem Stop. Also irgendwann wurde es angenommen und dann wurde es zu einem Stop. Also wurde es zu einem Portal und dann zu einem Stop. So genau, um genau zu sein. Auf jeden Fall, ja, kann man das für, was war das, 10,99 dort kaufen. Ist natürlich nicht garantiert, er kann es nur einreichen. Ob es dann angenommen, genehmigt wird,
Das ist eine andere Frage. Aber ihr wisst ja, in Pokémon Go kann man eigentlich auch Stops einreichen, aber noch nicht überall. Nur bestimmte Länder. Und das letzte Land, das hinzugefügt wurde auf die Probierliste, Beta-Liste, ist Vietnam. Oh, Shoutout an alle Vietnamesen, an mein Heimatland. Und eine Freundin von mir ist gerade in Vietnam. Da habe ich sie gefragt, hey, wie sieht das aus? Wie funktioniert das genau? Du bist ja gerade da, erzähl mal was. Ja, und dann hat sie mir diesen Screenshot hier geschickt. Blende ich euch hier mal ein. Das ist einfach eine Option im Spiel. Du gehst einfach in deine Einstellungen und da ist es. Neuer Pokéstop. Sehr interessant. 6 Vorschläge. Du kannst in 14 Tagen wieder neue Vorschläge machen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie schon einen gemacht hat. Sprich, ich weiß nicht, ob man 7 hat, alle 14 Tage, oder 6 und sie den noch machen will. Weil ich habe gesagt, teste das mal, zeig mal, wie das aussieht. Ja, hat sich einfach ergeben und da wollte ich mal wissen, wie das so genau aussieht. 6 alle 14 Tage oder 7 alle 14 Tage ist okay. Ich habe natürlich vor, mehr einzureichen. Ihr wisst am Anfang erstmal für Level 40, aber hier gibt es eigentlich genug Level 40 Spieler, dass sie hier auch alles einreichen können und dann wir das Gebiet hier schön aufbauen können, bisschen hier hochziehen. Ich bin gespannt. So eines der nächsten Features, worauf ich mich sehr freue. Ich meine, nicht, dass ich jetzt hier anfange rumzulaufen, eine Menge, und keine Ahnung, meine CDs hier verbringen werde oder sowas. Aber, ja, einfach so, um das Gebiet aufzubauen. Ich weiß nicht. Ist halt mein Gebiet, meine Heimat, mein Zuhause. Wieso nicht das verschönern? Verschönern, in Anführungszeichen. Aber auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Wie gesagt, morgen der große, epische Stream. Wir sind auf der Jagd nach neuen Shinies, Krabby, Slimer, Kleinstein, was auch immer. Anton, natürlich, Taubsi, Radfratz. Mach ein paar gehen, chillen einfach. Ich war noch nie so lange online, erst recht nicht draußen. Ich bin echt gespannt, wegen dem ganzen Ablauf, Technik und sowas. Aber schaut's gerne vorbei. Ansonsten, das war's von mir, Leute. Checkt das Video ab, mit dem eigenen Pokéstop kaufen. Wie viel würdet ihr für euren eigenen Pokéstop zahlen? Gerne unten in den Kommentare. Ansonsten natürlich, ob ihr schon Glück habt während des Events. Habt ihr schon ein neues Shiny? All das unten in die Kommentare. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergessen, Pokémon ist serious business.